Ich denke mal, dass wir ein ziemlich gutes Spiel gezeigt haben, ziemlich gut angefangen haben. Ich denke auch verdient auch zur Führung in die Halbzeit gehen. Und ja, dann sind wir aus der Halbzeit rausgekommen. Bochus hat da ein bisschen aufgemacht, hat ein bisschen gepresst, was uns eigentlich auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, dadurch, dass wir halt auch freie Räume bekommen haben. Ja, ich denke mal, nach 90 Minuten könnte das Ding auch etwas höher ausfallen. Und letztlich sind wir dann mit 2-0, denke ich, ziemlich zufrieden. Und ja, generell war das aber, denke ich mal, eine gute Geschlossenheit, die wir da gezeigt haben, eine gute Mannschaftsleistung. Und ja, wie gesagt, das eine oder andere Tor wäre noch schön gewesen. Ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall ziemlich gut auf das Spiel vorbereiten und haben auch ziemlich Bock darauf. Und ich denke auch, das wird ein ziemlich geiles Spiel auch. Und ja, wir haben auf jeden Fall Bock. Ich denke mal, Altona auch. Von daher wird das ein gutes Spiel. Letztlich, auch wenn die Absteiger sind, weiß man, was für eine Mannschaft das ist und was für eine Kaliber die da in den eigenen Reihen haben und dass auch ein guter Trainer hintersteckt. Wir werden die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir wissen, was da auf uns zukommt und wie gesagt, werden unser Spiel spielen und wünschen uns dann, beziehungsweise dann mit 3 Punkten aus dem Spiel zu gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.